Im Anfang alles Seins steht das große Mysterium des Ungrundes. Das hatten wir gerade mit diesem Text. Und in dem Ungrund geschieht die Selbstgebärung der dreifaltigen Gottheit. Vor und außerhalb aller Natur und Zeit. Also wir gehen jetzt noch nicht an die richtige Welt, sondern jetzt wird erstmal die Gottheit sozusagen geboren. Und zwar passiert das im Spiegel der Weisheit Gottes, der Sophia. Ja, die Sophia ist ja jetzt eine Gestalt, die in der Bibel ab und zu mal vorkommt, durchaus auch personifiziert. Allerdings sie als Göttin zu bezeichnen, ist natürlich schwierig. Da würden viele Exegesen sagen, nee, das kann man nicht so machen. Auf alle Fälle ist sie schon von Anfang an vorhanden. Noch ehe die Welt geschaffen wurde, auch in der Bibel, ist die Sophia. Sie spielte schon vor dir, noch ehe du die Welt schufest. Ich weiß jetzt nicht, in welchem Psalm das ist. Spielte ich vor dir. Und die Sophia ist, ja, aber was sie wirklich ist, ist schon wieder die nächste Schwierigkeit. Sie ist eine Jungfrau ohne Gebären, heißt es. Also sie hat noch kein Wesen. Dann schreibt er hier, sie gleichet sich als einem ewigen Auge ohne Wesen, ohne materielle Sein. Also das Auge als die Möglichkeit, alle Gestalten, die irgendwie möglich sind, zu sehen, aber noch ohne Wirklichkeit. Es ist, als ob vielleicht, bevor diese göttliche Selbstgebärung stattfindet, diese Sophia schon diesen großen Möglichkeitsraum, das ist jetzt ein moderner Begriff, darstellt, in dem Gott zu sich selbst kommt. Insofern hat sie natürlich auch wieder etwas Mütterliches. Die Kategorie der Möglichkeit ist ja immer mit dem Weiblichen schon zusammen gesehen worden. Mit der Materia, mit der Mutter, Materie, Möglichkeit. Also, aber hier wird eben gesagt, es ist die Möglichkeit ohne Wesen, noch ohne Materie, ohne Dasein. Also eine schwierige Gestalt, aber es ist was sehr Intelligentes, drum das Augensymbol, die Weisheit. Sie sieht alles, aber es ist eigentlich überhaupt noch nichts da. Aber sie steht schon bereit, das, was da kommt, sozusagen zu erkennen. Es ist alles in ihr von Ewigkeit verborgen gestanden. Und das ist sozusagen der Zustand des Modells in diesem, also wenn alles noch zugeklappt ist, es ist noch alles verborgen. Die Weisheit, die Sophia ist da, die Augen stehen bereit, aber es ist alles noch verborgen. Es ist der Spiegel der ewigen Weisheit und darin passiert jetzt die göttliche Selbstgebärung. Nämlich dieses dunkle, unbewusste Suchen und Begehren, was noch ohne Verstand ist, fasst in sich einen Willen als Verstand und Licht und führt sich von dort aus wieder in die ewige Beschaulichkeit und Weisheit. Und damit haben wir jetzt die drei Gestalten der christlichen Trinität schon genannt. Nämlich das eine, dieses dunkle Begehrensprinzip, das beschreibt er an anderer Stelle auch als Feuer. Gott Vater als das dunkle, begehrende Feuerprinzip, also wo einfach nur Sehnen und Drängen ist. Gott Sohn, wo sich sozusagen schon die erste Gestalt abbildet, als das Prinzip von Licht und Liebe. Mitten im Feuer wird das Licht geboren. Jetzt hat er also eine natürliche Metapher sozusagen, wenn durch Feuer Licht entsteht. Und von beiden aus geht der Heilige Geist, das ist dieses Wallen, also vom Vater und vom Sohn gleichermaßen, geht aus und ist die dritte selbstständige Person der Gottheit. Also er schreibt direkt im Zitat, also ist der Vater das selbstständige Wesen aller Kräfte und der Sohn ist das Herz in dem Vater, das aus allen Kräften des Vaters immer geboren wird und der des Vaters Kräfte wieder erleuchtet. Und der Heilige Geist geht von Vater und Sohn aus und ist die dritte selbstständige Person der Gottheit. Also Gott Vater ist so eine Art Kraft- oder Begehrensprinzip, wenn wir es jetzt mal übersetzen wollen. Und Gott Sohn ist das, was dieses dunkle Begehrensprinzip erleuchtet. Maß und Ordnung und Sinn
gibt. Wenn wir jetzt mit, wenn wir jetzt mal kurz einen Blick auf Nietzsche werfen, dann würde der zu dieser Figur mit Sicherheit gesagt haben, Gott Vater, das ist sozusagen das Dionysische, das rauschhaft Begehrende, und Gott Sohn, das ist das Apollinische, das kluge, verstandesmäßige, Klärende. Also das Lichte, Dunkelheit und Licht. Und die ewige Weisheit, die Sophia, ist also Spiegel und Haus dieser dynamischen Dreifaltigkeit, wird aber eben ganz passiv gedacht. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Begehren, ordnender Wille und beide zusammen. Ordnender Wille und dumpfes Begehren, also der Sohn, der den Vater erleuchtet. Wenn beide zusammenwirken, dann geht der Geist aus und schafft sozusagen die Welt. Und um zu seiner Naturphilosophie überzuleiten, haben wir jetzt ein zweites Bild, das ist dieses hier. Ich klappe es nochmal extra auf. Da sehen wir so ein seltsames Radgebilde. Und dazu schreibt er, also, und benutzt ein Bild, was auch aus der Bibel ist, nämlich aus dem Propheten Ezechiel. Der Prophet Ezechiel oder Hesekiel, je nachdem in welcher Bibel Sie nachgucken wollen, da steht ziemlich am Anfang, ich glaube es ist sogar im ersten Kapitel oder im zweiten, also seine Berufungsvision, und da erzählt er also von verschiedenen feurigen Kugeln oder Rädern. Die vier Evangelistensymbole spielen eine Rolle, das Stier und Löwe und Engel und Adler für die vier Evangelisten. Und sie bewegen sich auf ganz eigenartige Art und Weise und können sich umdrehen und ineinander. Also es ist ein rätselhaftes, Sie müssen es mal nachlesen, ich habe das jetzt selber nicht hier, ein ganz rätselhafter Bibeltext von verschiedenen Deutern ist das, entweder als Planetensystem gedeutet worden, als sozusagen kosmische Schau des Planetensystems. Däniken hat daraus ein Raumschiff gemacht und gesagt, ja, das sind die Außerirdischen gewesen mit ihrer Technik und die haben den dazu verleitet. Wie auch immer diese Vision zustande gekommen sein mag, Böhme benutzt sie jetzt sozusagen in einem ganz anderen Sinn. Er will nämlich jetzt das Ineinander der sieben Naturkräfte oder Naturqualitäten beschreiben, die wie ein Rad sind mit einer gemeinsamen Narbe, was ineinander geht und wo die sieben Räder in einem sind und sich immer selber neu erzeugen. Nur bei sieben denken wir natürlich sofort an die Planeten, und wenn wir hier oben die Zahl sieben haben und hier die drei, dann ist das zusammen zehn, und dann haben wir den Bezug zur Kabbala mit diesen zehn Sephirot. Also mag sein, dass Böhme da auch gelesen hat. Wir wissen ja leider nicht so richtig, was er gelesen hat und was er nicht gelesen hat. Er hat ja nur geschrieben, dass er vieler Meisterbücher gelesen hat. Ob er selber in die Kabbala eingedrungen ist, vermag ich also nicht zu sagen, aber es ist gut möglich. Auf alle Fälle passt es sehr gut. Diese sieben mit Augen besetzten Räder, das steht, ist also auch original in dem Text von Ezechiel, dass das also sehende Planeten, sehende Räder, also Kreisbewegung und Sehen, diese beiden Funktionen ineinander, die sich gegenseitig erzeugen. Soll ich dir, jetzt ist Originalböhme, soll ich dir die Gottheit in der höchsten Tiefe beschreiben, so ist sie also gleich, als wenn ein Rad vor dir stünde mit sieben Rädern, ein Rad mit sieben Rädern, da je eines ins andere gemacht wäre. Diese sieben Räder sind die sieben Geister Gottes, die gebären sich immer einer den anderen. Die sieben Geister Gottes, da haben wir natürlich nicht nur die Assoziation mit den Planeten, sondern auch mit den Erzengeln, Apokalypse, das sind dann auch die sieben Geister, die sieben Gemeinden und so weiter. Also die sieben Zahl kommt hier vor, die nimmt er ganz offensichtlich aus der Bibel. Auch innerhalb dieser siebenfachen Gestalt ist die Dreieinigkeit zu finden, nämlich Gott Vater, sagt er, das sind die Felgen, Gott Sohn als die allen gemeinsame Narbe, also in der Mitte, und der Zwischenraum
das ist der Heilige Geist, sozusagen die Speichen, die von der Narbe nach außen gehen. Das ist also auch üblich gewesen, den ganzen Kosmos sich als Gott vorzustellen. Kepler hat das später auch so gemacht. Und bei ihm ist es, glaube ich, anders umgedreht. Da ist Gott Vater das Zentrum und der Heilige Geist die Peripherie und der Sohn das was. Also es wird unterschiedlich zugeordnet. Auf alle Fälle die christliche Trinität ist immer wieder schön als Denkfigur hier mit rein montiert. Die sieben Räder bedeuten nun die sieben Geister Gottes, auch Gestalten, Quellgeister, Qualitäten genannt. Und die finden sich jetzt, diese sieben Geister Gottes, in allen Wesen und Kreaturen. Keine der Qualitäten ist die erste und keine die letzte, denn alle gebären sich gegenseitig in Ewigkeit. Ja, das ist also nur unserem begrenzten menschlichen Verstand geschuldet, dass wir sie jetzt in dem nächsten Bild als zeitliches Nacheinander betrachten werden. So, jetzt machen wir das hier auf. Und jetzt müssen Sie vielleicht kurz hier, oder du, komm mal, du, oder Sie, komm, ja, wie auch immer, du, ja, müsstest du hier jetzt das Ganze mal halten und Sie müssen vielleicht versuchen, ein bisschen noch, kurz und ruhig noch ein bisschen näher ran, weil man das jetzt im Detail sonst schlecht erkennen kann. Vor allem, also es geht jetzt vor allem um dieses Ding hier. Wenn diese sieben Geister sich selbst gebären, die oder sieben Naturqualitäten, dann ist als Ausgangspunkt wieder das Nichts da, das sich nach dem Etwas sehnt. Und aus dieser Sucht heraus gebiert sich diese erste Qualität. Wenn Sie sich vorstellen, ein Nichts möchte zu etwas werden, ja, ich geht automatisch schon, dass ich mich so hinstelle. Das hat man bei einem Symposium hier in Görlitz zu Jakob Böhm, ich glaube, das ist 1999 oder 2000 oder so gewesen, ein Dominikanerpater oder auch ein Franziskaner, der hat über Jakob Böhm gesprochen und der hat das auch so richtig vorgemacht. Das doch mal. Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Nichts und Sie wollen zu etwas werden. Was machen Sie? Sie ziehen sich zusammen. Wenn da schon gar nichts ist, dann vielleicht, wenn man es zusammenzieht, wird vielleicht was draus. Es konzentriert sich. Es konzentriert sich. Es geht zur Mitte zu. Also diese erste Bewegung sozusagen, diese erste Naturkraft ist die Anziehung. Die Kompression oder Impression, das Zusammenziehen. Das Nichts zieht sich zusammen, um etwas entstehen zu lassen und wird dadurch dick und voll, auch finster, kalt und herb. So wie sich das Wasser dann so zum Eis zusammenzieht. Also es wird alles kalt, herb, dicht, finster. Von den Planeten ist der strenge Saturn zugeordnet. Ebenso das alchemistische Prinzip vom Salz. Also wenn Sie, ja, kommen Sie rein. Wenn Sie irgendwie eine Säure haben und kippen, ich weiß nicht, was muss man da jetzt reinkippen, Chemie ist lange her, dass ein Salz sozusagen auskristallisiert, dann ist das auch so eine Bewegung, als ob sich aus dieser Flüssigkeit sozusagen das Kristall jetzt bildet und ganz fest wird. Und diese Urintuition des Zusammenziehens, das ist sozusagen seine erste Gestalt, die Kompression. Und er sagt auch, dazu gehört auch die Herbigkeit. Also so wie sich der Mund, wenn wir was Herbes im Mund haben, wie sich der ganze Mund zusammenzieht so. Und dieser Geschmack oder diese Empfindung, die Herbigkeit dazukommt, das passt zu diesem Zusammenziehen. Er hat also im Prinzip manchmal wirklich solche körperlichen Gefühle wie Geschmacksempfindung, herb oder süß oder bitter oder sowas, fast im Range einer philosophischen Kategorie. Was die Sache auf der einen Seite unheimlich schön und reich macht, und poetisch auf der anderen Seite und viele Assoziationen anschließen lässt, aber auf der anderen Seite natürlich auch gut verwirren kann. Und das brauche ich Ihnen ja nicht zu erzählen, Sie haben alle sicherlich mal schon mal in Böhm ein bisschen reingelesen, das kann auch arg verwirrend sein. Aber hier ist es relativ deutlich und umso mehr man sich beschäftigt, umso deutlicher wird einem ungefähr das Prinzip, was dahinter steckt. Und dieses Zusammenziehen, das sind hier diese kleinen Stacheln hier drinnen, das kann man jetzt von dort hinten
kaum sehen. Aber das macht nichts. Auf alle Fälle ist es so, jetzt zieht sich das also alles zusammen und wird dicht und finster. Und da kann es gar nicht anders sein, als dass eine Gegenbewegung dazu entsteht, zu dieser finsteren Enge, nämlich eine Abstoßung nach außen. Da sagt Böhme, das ist der bittere Stachel, dessen Bewegung Fühlen und Leben entstehen lässt. Als Planet ist jetzt nicht nur der Saturn und das Salz zugeordnet, sondern das Bewegliche, ne? Merkur. Merkurius von den Flüssigkeiten, beziehungsweise von den Metallen, ist es das Quecksilber. Ne? Wenn Sie so ein Quecksilberkügelchen haben, dann ist es beweglich, giftig, beweglich nach außen. Von den Geschmacksrichtungen sagt er, ist das die Bitterkeit, der bittere Stachel. Ja, wenn Sie was Bitteres im Mund haben, Sie wollen es gleich wieder ausspucken. Sowas. Ja, also, wir haben die erste Grundgestalt, ist Anziehung, und das zweite ist die Abstoßung, die Gegenkraft. Also Anziehung und Abstoßung. Und wenn Sie das jetzt so anfangen, beides ausführen zu wollen, dann merken Sie, da steht hier, aus diesem Hin und Her von Anziehung und Abstoßung rotiert dann irgendwann die rotierende Angstqual. Also das fängt sich an zu bewegen. Er schreibt, da der Wille dann nicht fliehen kann, auch nicht über sich steigen. Also er kann nicht fliehen, er kann nicht über sich steigen, also wird er drehend als ein Rad. So ist das Angstleben jetzt geboren, als die Natur, da ein Regen, Treiben, Fliehen und Halten ist, dazu ein Fühlen, Schmecken, Hören, gleich einer Unsinnigkeit oder Tollheit, da etwas in sich drehend fährt als ein Rad, da wohl ein Band des Lebens ist, aber ohne Verstand und Erkenntnis. Dazu gehört jetzt das Prinzip des Mars. Also Anziehung, Abstoßung, jetzt fängt das Ganze an zu rotieren und zu treiben und zu drehen, aber noch vollkommen, also Lebendigkeit ist jetzt hier geboren, aber noch ohne Sinn und Verstand, ohne Ordnung. Es ist eine Tollheit, also was vollkommen Irrationales, was da jetzt ineinander fährt und treibt und drängt. Und trotzdem in dieser ganzen Irrationalität ist schon erstaunlich zu sehen, wie wir doch ein physikalisches Prinzip auch dahinter entdecken können. Angeblich soll ja auch Newton den Böhme aufmerksam gelesen haben, und wenn wir Anziehung und Abstoßung haben und Rotation, dann denken wir natürlich jetzt physikalisch gebildet an Erdanziehungskraft und Fliehkraft, die zusammen die Rotation der Planeten und so weiter ergeben. Das ist Newton. Zentrifugalkraft, jetzt habe ich das Wort wieder. Aber Fliehkraft ist ja auch nicht verkehrt. Es ist auch wie bei Wasser und Eis. Wasser ist Leben und Eis ist die Kälte. Und wenn die Hunde sich auch unterstützt. Ja, also die ganzen Aggregatzustände. Diese ganzen Aggregatzustände, aber im Prinzip im alchemistischen Prinzip des Salzes kommt es nochmal schön nochmal besonders zur Geltung, weil es dann wirklich fest ist und kristallin. Wir haben also Salz, ist die Anziehung, Merkurius, das Quecksilber, ist die Abstoßung. Und dann kommt aber noch. Naja, Sulfur, das kriegen wir dann auch noch hin mit der Alchemie. Jetzt, also das war die dritte Gestalt, Anziehung, Abstoßung, Rotation. Durch diese drehende Reibung, also jetzt dreht sich das Ganze in seiner Tollheit hin und her, entzündet sich nun als vierte Hauptgestalt das zwiespältige Feuer mit dem Schrank. Achso, jetzt müssen wir das mal bewegen, jetzt müssen wir mal genau hingucken, weil da bin ich jetzt auch rein als Konstrukteur besonders stolz drauf, dass sich hier wirklich was dreht. Sehen Sie das hier? Da habe ich nämlich eine kleine Pleuelstange eingebaut. Die Anziehung, das sind diese Spitzen nach innen, die Abstoßung nach außen. Und jetzt sieht man, wie sich das Ganze hier dreht. Und durch die Drehung entsteht jetzt hier unten durch die Reibung Feuer. Das ist uns ja bekannt, wenn sich was reibt, dann müssen wir nur die Hände aneinander reiben, dann wird es warm und dann fängt es an zu brennen. Und in dem Feuer entsteht jetzt, das kommt die nächste Hauptgestalt, nämlich der Schrack, so eine Art Blitz, so eine Art Entwicklungssprung, den sehen wir hier aus dem Feuer entspringen. Hier.
Also durch die drehende Reibung entzündet sich der Schrack. Hier geht der Wille, Zitat, aus der Angst wieder in die Freiheit und in die Freiheit geht in die, und die Freiheit geht in die Angst zu ihrer Offenbarung. In dieser Konjunktion, also in diesem Zusammenkommen, geschieht der Schrack oder Blitz, da der Ungrund als das ewig Gute offenbar wird und ist in den Gestalten der Natur, Urstand und Leben, in der Finsternis feindlich und in der Freiheit ist es die Wurzel der Freuden oder die Erweckung der Kräfte und ist des Feuers Anzündung, in welcher Anzündung der Urgrund ein scheinend Licht wird als majestätisch. Also im Feuer entsteht jetzt das Licht und dieser, also dieses Feuer ist diese vierte Gestalt mit diesem Blitz, mit dieser Reibung und als Planet steht jetzt hier die Sonne dazu für diesen Geist und als Substanz Sulfur, der Schwefel. Ne, das Paracelsus hat er wahrscheinlich ziemlich sicher gelesen, der gute Böhme, und macht jetzt auch einen ganz witzigen Gedanken. Er sagt nämlich, Sonne ist Sol, und, also vom Lateinischen, und Feuer ist Fur. Also da nimmt er mal das deutsche Wort, da hat er überhaupt keine Hemmung, mal in seiner Sprachphilosophie Deutsch und Lateinisch durcheinander zu bringen. Und Sulfur, also Schwefel, hat diese beiden Prinzipien in sich. Sonne und Feuer, also beziehungsweise eigentlich erst das Feuer und aus dem Feuer entsteht das Licht. Und das ist ja eigentlich, ist das seine Zentralmetapher, dass aus Feuer Licht entsteht. Aus dem, wir hatten das hier schon sozusagen bei der göttlichen Selbstgewährung, ne? Aus dem Feuerprinzip des Vaters, aus dem reinen Begehrensprinzip entsteht das Licht des Sohnes, der das Feuer des Vaters wieder erleuchtet und verständigt und verstandvoll macht. Und hier kommt es also in der Naturphilosophie wieder. Und mit dieser fünften Gestalt, nämlich dem Liebeslicht, da gehört Venus dazu, vom Planeten her, ne, Liebe, Venus ist klar, da kommt jetzt nämlich dieses zweite Prinzip der Dreifaltigkeit, der Sohn als Herz des Vaters zur Wirkung. Dieses Licht wird im Wasser, Sie sehen jetzt hier eine kleine Wasserfläche, hier, also wir können das vielleicht auch so ein bisschen rumdrehen, das wird alles schön. Der Blitz fährt also in dieses Wasser, da wird das Licht also scheinend und freudenreich, führt sozusagen die Kraft der ersten vier Gestalten mit ihrer Beweglichkeit und Lebendigkeit in die Freiheit, erleuchtet und besänftigt sie zugleich. Sänftigen, Ausgleichen, Demut sind Eigenschaften des süßen Wassers, das in enger Beziehung zum Licht steht. Also das Wasser ist ja das Element, was sich immer nach unten bewegt. Das ist das Demütigende und das Ausgleichende. Das gleicht die Temperaturen aus. Wenn wir jetzt mehr an der See wären, am Atlantik und nicht hier in Görlitz, wo wir fast Kontinentalklima haben, dann würden wir nicht so eine riesigen Schwankungen haben. Also das Wasser sänftig, klimatisch und überhaupt. Und dieser Blitz fährt jetzt also in dieses Wasser und wird von ihm zu einem angenehm harmonischen Licht gesänftigt. In der Aurora, also in Böhmes Erstlingswerk, ist dieses Wasser eine eigenständige Qualität. Später ändert er das dann zugunsten der jetzt hier genannten Reihenfolge. Also das ist er in seinen Werken auch nicht immer ganz einheitlich. Im Blitz geboren wird auch die sechste Gestalt, nämlich der Ton oder der Schall. Also dieses erleuchtet, von dem Licht erleuchtete Wasser fängt jetzt auch noch an zu klingen und einen Ton von sich zu geben, der Schall in Verstand und Schiedlichkeit, nämlich Unterscheidungsvermögen, dem Jupiter zugeordnet. Und in diesem Schall, in diesem Wort, er denkt natürlich auch sofort an das sprechende Wort Gottes, wirkt der Heilige Geist als schaffendes und figurierendes Wort, das durch alle Qualitäten hindurchgeht. Zitat, wenn er von der Hartigkeit und Hitze ausgeht, so pocht die Hartigkeit im Blitze und die Hitze klinget und das Licht in dem Blitze macht den Klang helle und das Wasser macht ihn sanfte und in der Herbigkeit oder Hartigkeit wird er gefangen und vertrocknet, dass es ein korporaler Geist ist in allen Qualitäten.
damit sind wir dann bei der letzten Gestalt, nämlich dem Korpus, also dem Wesen, dem Gehäuse, dem Körper, der leiblichen Zusammenfassung der anderen Gestalten. Das ist also hier dieses Braune. Also diese göttlichen Gestalten oder Qualitäten werden